Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition in den Smaragdgräbern. Ja, wir sind hier letzte Folge angekommen und haben mit Fairbanks gesprochen. Der steht hier vorne in einem kleineren Lager. Es ist ein echt unglaublich schönes Gebiet. Wir haben mit Fairbanks gesprochen und ich zeige euch das auch mal kurz in den Quests. Die gefallene Schwester, wir sollen in Fairbanks Namen zu den Viridium-Minen reisen. Und ja, da irgendwas machen. Dokumente ist ein Ziel. Freiheitskämpfer, genau. Also es handelt sich ja auch noch um so eine Gruppierung, die in diesem Gebiet aktiv ist. Die haken hier auch aneinander. Schon gehört? Schon möglich. Und wir gucken uns natürlich erstmal hier um, denn wir sind ganz neu und frisch. Und für mich wird auch erstmal Ziel sein, dass wir unsere Lager aktivieren, damit wir auch reisen können. Oh, Schmieden und alles. Wollen, dass wir uns hier draußen verstecken, wie Mäuse. Also Shepard rennt hier auch noch mit so einem Schleierfeuer rum. Wir haben eigentlich letztes Mal die Rune geholt. Die Wolfsfälle. Trotz der unzähligen Galeonenwasser, die im Laufe von Jahrhunderten über sich hinweg geströmt sind, steht die Wolfsstatue immer noch. Ob es vielleicht Magie ist? Ich möchte mich jetzt nicht unterhalten. Wo ist sie denn? Vielleicht später. Ja, Clara haben wir noch nicht gesprochen. Weiß noch nicht, was sie hier hat für uns. Ach da! Hier, Wolfsstatue. Clara, wer bist du denn? Ich kann dich nur am Hintern ansprechen. Ich möchte mich jetzt nicht unterhalten. Vielleicht später. Oh, sorry. Wusste ich ja nicht. Ja, ich habe auch schon gesehen, die letzten zwei Folgen, die habe ich in einer Session aufgenommen. Ich war wieder ein bisschen verpeilt, ne? Kann das sein? Naja, was erzähle ich euch? Wir sind Part 120. Ihr wisst, wie ich funktionuckel, ne? Muss euch das nicht mehr erzählen. Ich habe auch neue Infos bezüglich eines Patches, der irgendwann mal rauskommt. Das wäre Patch 5. Sie sagen jedenfalls, es ist der größte Patch, der da auf uns zukommt. Mit inklusive Kiste beim Schmied. Juhu, freut euch. Es gibt dann auch einen neuen Händler und so weiter. Da erzähle ich euch gleich was von. Wir hatten nicht mit dir zu Ende gesprochen, ne? Freikämpfer der Dales, genau. Das ist diese andere Gruppierung hier. Wer sind diese Freikämpfer der Dales? Die meisten von ihnen sind Deserteure, die es leid waren, in einem Krieg zu kämpfen und zu sterben, der nichts mit ihnen zu tun hat. Vor kurzem jedoch haben sich die Freikämpfer organisiert und angefangen, alles und jeden anzugreifen. Ihre neuen Anführer verfolgen das Ziel, die Dales für sich zu beanspruchen. Ja, also Fairbanks hat jetzt auch schon blicken lassen, dass er sich hier so ein bisschen ansiedeln will. Es gibt natürlich Konflikte. Was denkt ihr über den Bürgerkrieg? Wenn ich einen Streit mit meinem Vetter habe, wird Wein verschüttet. Vielleicht verliert auch jemand einen Zahn. Ich glaube, das Doch hat man. Wenn Selene mit ihren Verwandten in Fehde liegt, wird ein ganzes Land auseinandergerissen. Und auch wenn der Bürgerkrieg jetzt vorbei ist, so wird es doch Jahre dauern, bis wir uns von den Schäden erholt haben. Scheppert diese Fackel, ne? Erzählt mir etwas über eure Leute. Es sind einfache Leute. Die meisten von ihnen haben Angehörige verloren. Und sie alle haben ihr Zuhause verloren. Ich bin einigen von ihnen begegnet und habe ihnen geholfen. Dann fanden wir in dieser Höhle Zuflucht. Es hat sich herumgesprochen und noch mehr kamen. Und obwohl der Krieg nun vorbei ist, haben nicht wenige von ihnen Angst, von hier fortzugehen. Wo sollten sie auch hin? Gut, das hatten wir, glaube ich, schon. Ich muss jetzt gehen. Ist aber nicht weiter wild. Guten Tag. Ihr dürft immer nicht vergessen, für mich ist es immer sessionweise. Also wenn ich dann ab und zu auch Sachen doppelt erzähle, also nimmt es mir nicht krumm. Das ist, ja, man ist halt vergesslich in seinen alten Jahren. Ja, was habe ich noch zu erzählen? Ja, Patch 5 soll übrigens in eine Beta-Phase gehen. Das finde ich sehr interessant. Und man kann sich dafür anmelden. Also wer die Dragon Age Keep hat, dann ist das wahrscheinlich jetzt schon zu spät. Ne? Na, ihr müsst mal gucken. Oh, Pyrophyt, das brauchen wir. Also man kann sich dafür eben anmelden. Das werde ich mal versuchen zu machen, dass wir hier auch so früh wie möglich die neuen ja, Sachen halt eben haben. Man kann dann auch seinen Charakter übrigens wieder verändern. Dann gibt es wohl so einen Spiegel und so. Oh, ich freue mich drauf. Also es wird ein ganz großer Patch. Blutstein und wir haben hier Pyrophyt, ne? Wo muss ich denn jetzt lang? Das ist hier so ziemlich verworren. Hier ist auch noch was. Das Lager selbst bietet auch noch ein paar Überraschungen. Also ich denke mal, wir machen uns auf den Weg zu diesen Lagern, dass wir die aktiviert bekommen. Ihr seid Stufe 15. Kein Sound! Yeah, kein Sound! Yeah! Boah, knallharte Sound-Action. Oh,
Ich wollte gerade schon den Sound selbst machen. Warte mal. Aua. Oh, ich bin ja fast tot. Ja, wir spielen wieder auf Albtraum, ne? Was soll's? Slow-mo. Warte mal, hier will was brennen. Boah, aua, aua, jetzt sind die hier in der Hasse. Der lebt noch. Ja, wir sind übrigens eine reine Magiertruppe, ne? Es klappt aber bisher noch einigermaßen. Hier können wir so einen regenerativen Trank nehmen. Ja, wir sind eine reine Magiertruppe. Das habe ich mal zum Test gemacht, Dailys Buch. Das brauchen wir für Requirierung. Jo, wir nehmen das mal alles jetzt mit noch. Aha, ein seltenes Großschwert. Gar nicht mal so schlecht, ne? Ist sogar ein Meisterstück hier mit 10%iger Chance, 2 Sekunden lang wandelnde Festung und so zu aktivieren. Nach diesen Smaragdgräbern habe ich auch vor, ne, ihr wisst, wenn ich sage, ich habe was vor, dann kann immer was dazwischen kommen, aber ich habe mir gedacht, wir müssen demnächst wieder die Drachen angehen. Dankeschön, Martin, übrigens, falls du das hier sehen solltest, an deine Liste, also die werde ich dann zu Rate... Nein, nimm's nicht auf! Ach, dieses doofe Schleierfeuer! Wollte ich jetzt gar nicht. Naja, was soll's, nicht so wild. Die blendend. Nein. Was wart ihr denn nochmal? Prachtwinner. Euer Leder hätte ich auch eigentlich gerne, ne? Wir sind mal nicht so fies. Komm, wir gehen mal zu dem Fragezeichen. Wahrscheinlich irgendwie hier oben lang. Ja gut, Flechtrebe, ne? Also ich bin, wenn ich jetzt so Hinterland zum Beispiel besuchen sollte, ich werde sowas wie Eisen nicht mehr mitnehmen. Also das brauchen wir alles nicht mehr. Wo ist denn jetzt... Ach, das ist nur eine Sehenswürdigkeit. Ui, pa. Dann schauen wir mal. Boah, diese riesigen Bäume hier immer. Krass. Da vorne. Oh, das ist es gar nicht, ne? Ach, das ist ein Astrarium. Das müssten wir auch noch machen. Ist jetzt aber nicht so wild. Boah, hier ist schnell runter. Ui. Und das ist da oben, ne? Oh, nee. Jetzt habe ich es gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Komm, Shepard, du schaffst das. Oder auch nicht. Mann, diese ewige Kraxelerei hier immer. Nicht runterfallen. Boah. Schnell lang schmuggeln. Der Wegweiser. Die Historiker konnten bislang nicht zweifelsfrei klären, wen die geheimnisvolle, verhüllte Statue darstellen soll, die in den Smaragdgräbern auf ja, was zu deuten scheint. Einige sehen in ihr den elfischen Gott Falondin, auch bekannt als der Freund der Toten oder der Wegweiser. Andere halten sie für einen raffinierten Scherz der Elfen, dessen Pointe im Strudel der Zeit verloren ging. Von Horace Medford, einem Abenteurer. Zeig mal hier die Statue. Ja, das ist irgendwie, die zeigt nach da. Huch, da sind Leute. Da sind böse Leute. Na gut, wollen wir mal runter. Wow. Die Smaragdgräber sollen übrigens eines der schönsten Gebiete hier sein. Also bis jetzt habe ich noch nichts auszusetzen. Hey! Komm mal ran. Verdammt. Ich dachte, ich krieg euch beide. Dorian. Jetzt stirb. Gut, da hinten ist der Blitz eingeschlagen. Oh, Vivi ist da schon wieder so nah rangegangen, weil sie ihre komische Fähigkeit benutzt hat. Der lebt noch. Ja, renne. Oh, 610, der war kritisch. Ja, das, die Fackel nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Ja, Requirierung, ne? Ja, was haben wir hier noch? Hier war doch irgendwas. Hallo?
Sachen, gib mir Sachen. Sag mal, wie soll ich denn hier hinten? Es ist nicht so klein, wie man sich das hier vorstellt. Gefallene Schwester. Viridiumminen. Ist das das schon? Irrtümliches. Ah, hier ist wieder für Varric. Vor Sonnenaufgang. Ähnlich wie die Inquisition hat Corypheus sehr viel Zeit und Mühe in den Aufbau eines loyalen inneren Kreises investiert. Samson ist ein Lyrium-süchtiger ehemaliger Templer, der sich zum Anführer der Roten Templer aufgeschwungen hat. Cullen kennt. Ist das irgendeine Cullen-Quest? Vor Sonnenaufgang? Das ist ja das Gleiche. Unerledigte Geschäfte. Okay, das ist noch ein Stückchen hin. Na gut, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Macht ja nichts. Wir werden eh alles erkunden. Viridiummine. Sehr gut. Hallo. Komm, du kriegst sie doch alle. Ja, es hat gereicht. Falls die herkommen. Man muss ja an alles denken. Boah. Na komm, na komm. Schönes Ding. Haha, die leben. Aua. Dorian, lass dich da nicht so einkesseln. Ja, prima. Oh, da kommen gleich die nächsten. Die haben es irgendwie gehört. La 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 la, ich hab nichts gemacht. Wow. Kerle, wo kommst du denn her? So eine 4 wäre nicht leicht. Oder hier. Brenne. Yeah. Hier dreht sich auch noch um. Ja, das hast du davon. Oh, da liegt was vorne. Lesen, ja. Es ist ja in Dragon Age nichts Ungewöhnliches. Oh Mann, jetzt brauche ich noch alte Schriften, dann haben wir das wenigstens auch erledigt. Rinnen, ja, verbesserter Vergeltungsschlag. Oh Gott, wer hat das denn jetzt schon wieder? Was haben wir hier? Eine gekritzelte Notiz. Ihr habt doch davon gehört, dass die Dalish Eindringlinge gehängt haben. Die Leute sagen, sie hätten sie an den Bäumen aufgehängt. Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass man sie immer noch sehen kann? Ich schwöre es beim Bart des Abbauers. Ich hätte mich beinahe eingepisst, als ich dieses Gesicht im Baum gesehen habe. Dieses verzerrte Gesicht eines ermordeten Bastards direkt vor mir. Boah, heftig. Ich hatte Angst, wenn ich noch länger bleibe, würde ich es noch kreichen hören. Ich hatte noch nicht mal was getrunken. Ihr glaubt mir nicht, dann seht es euch doch selbst an. Brienne. So, so ist das. Da verfolgen alte Elfen oder Elfen Leute. Befasse dich mit Schwester Costeau. Hola. Hallo, schönes Gebiet. Oh, krass. Was habe ich denn da jetzt schon wieder für einen Buff hier? Mana-Woge. Oh, sehr gut. Oh, ein Schlüssel. Nicht jeder ist frei. Befreie die Gefangenen. Hier werden Gefangene gehalten? Das ist ja super. Oh, na, 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 na. Jeder, das ist da. Natürlich, ne? Und nochmal. Komm, na komm. Ja, lauf durch. Hab nichts dagegen. Au, holy. Krass sind das hier. Barriere. Freunde. Au, danke schön. Komm, du bist gleich tot. Alter, sind das viele. Warte, warte, warte. Ich sehe nicht mehr durch. Ui, ui. Geschockt, abgekühlt, eingefroren. Na komm jetzt hier. Geh drauf. Brennt. Hab ich ihn jetzt wieder aufgetaut? Ach geil. Boah, der hält aber was. Ich komme auch so ja gar nicht ran. Warte mal. Nochmal. Nee, 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 nee.
Ich wollte nicht meine zwei benutzen. Einer der Leute, die diesen Höhlenratten Ärger machen? Was? Die Folge des Hochmuts. Kehre in den Ratsraum zurück, um den Angriffsplan zu bestätigen. Das hatten wir doch letztens schon mal. Ich weiß gar nicht, wo ich zu Bett. Oh nein! Nicht schon wieder ein Stufenaufstieg. Bitte nicht. Oi. Ich weiß gar nicht, wie wir in den ganzen Stufen hätte ich eigentlich schon das und das und das und das und das hätten machen sollen. Hätte Fahrradkette. Total blöd. Wir sind halt eben ein bisschen langsamer. Da sind die Gefangenen. Zurück geht's. Ich lasse euch gleich raus, Freunde. Ihr seid ja schon, weiß ich, wie lange da... Hallo. Hochwertiges Versteiftes, ein Handheft. Okay, wir haben jetzt gerade keine Krieger bei. Ihr habt das Nichts betreten, Dorian. Ebenso wie eure Ahnen aus Tevinter. Nur mit nicht ganz so verheerenden Folgen. Sonst habt ihr dazu nichts zu sagen? Nur, dass ich froh bin, dass wir wieder rausgekommen sind. Dämonen wissen einen Mann mit perfekter Frisur einfach nicht zu schätzen. Moment mal. Ihr seid doch nicht etwa neidisch, oder? Macht euch nicht lächerlich. Mit perfekter Frisur. Drei Wettertaft. Lesen von Schwester Cousteau. Das sind die, die wir suchen. Hugh, ich weiß, wie... Was? Duhame über die Leute beim stummen Beobachter denkt. Aber er irrt sich. Die Flüchtlinge halten uns für Monster und das nur wegen Duhame und seinesgleichen. Wenn sie uns in die Quere kommen, müssen wir sie wohl ausschalten, aber wir werden nicht Jagd auf sie machen. Wir werden sie nicht ermorden, solange sie uns nicht dazu zwingen. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Mit Grüßen, Schwester Cousteau. Was spielt die noch für eine Rolle? Wir werden es ja gleich erfahren. Ein übler Verbrecher. Finde das Anwesen der Freiheitskämpfer. Wir haben, glaube ich, wieder irgendeine Quest gestartet. Auch wieder von ihr. Wie gesagt, es gibt keinen Grund, wegen der anderen Gruppen der Freikämpfer besorgt zu sein. Da wir in den Dales sind, will ich es mit der heidnischen Philosophie des Virandalen, des Weges des Waldes sagen. Jeder Baum ist Teil von etwas Größerem. Ah, so Avatar-like. Für uns gilt dasselbe. Wir alle sind Teil eines größeren Plans. Die Dales werden uns gehören, das verspreche ich euch. Schwester Cousteau. Also so wirklich sympathisch klingt sie ja nicht, ne? Irgendwie nicht. Ich komme gleich zu euch. Ja. Irgendwas aufgesammelt? Ach, ist hier wieder Lyrium irgendwo? Für Varric? Begib dich zu... Sag mal, das rauscht hier gerade durch. Antivianische Doppelkle... Oh, die ist gut. Die habe ich letztens noch geschmiedet. Stufe 12. Schlechter, aber was soll's. Nehmen wir mit, können wir verkaufen. Jetzt lassen wir mal die Gefangenen frei. Hallo? Ihr habt ihn? Bitte öffnet die Tür. Ich halte es hier drin nicht eine Sekunde länger aus. Ihr steigt auch voll enthusiastisch hier raus. Apropos enthusiastisch, ne? Ich habe die letzten Folgen war ganz schön viel los, auch mit unseren Gefährten. Also, manchmal denke ich mir selber so, ich überreagiere da manchmal, aber es nimmt mich irgendwie mit. Also, ich hoffe, ihr könnt das verstehen und ihr fühlt da genauso. Weil sonst wäre es ganz schön peinlich. Nein, Scherz beiseite. Also, ich glaube, ich steigere mich. Rollenspiele ist halt so meins, ne? Ich steigere mich immer gerne rein. Ist aber eigentlich auch ganz gut so. Wer es ja nicht, wer es nicht schauen will, der lässt es halt, ne? Zerstören! Ihr habt gesagt, Shepard kann das zerstören. Es geht nicht. Ich drücke Rechtsklick. Es passiert nicht. Freunde, ihr habt mich belogen. Das Blöde ist, ich habe jetzt keinen Kriegerbeine. Ei. Kann das irgendeiner von euch kaputt machen? Sonst wäre es, Ich kann es nicht, ne? Es geht nicht. Rechtsklick. Geht nicht. Hallo. Vielleicht einer von euch? Oh, shit, ne? Ihr habt mir gesagt, Shepard kann das kaputt machen, aber es geht nicht. Ah! Oh, Gott sei Dank. Solis, du hast mir den Arsch gerettet. Aber auch gerade nur so. Es ist gegen dich, ne? Gut. Warum bücke ich mich jetzt eigentlich für so einen doofen Tiefenpilz? So, ich glaube, das war's hier, ne? Viridiummine? Stürme die Festung der Roten Templer. Das ist doch jetzt aber nicht die Fairbanks-Quest, oder? Nee, ich glaube nicht.
Und ich kann man auch nicht mehr ansprechen. Na gut, dann sind wir hier erstmal wieder raus. Oh, Min. Schon wieder bei 20 Minuten, ne? So, Karte aufmachen. Ähnlich wie die Inquisition. Das ist das hier mit Cullen irgendwie. Hier geht wahrscheinlich hoffentlich ein Weg zum Lager. Na gut. Es liegt irgendwie alles auf dem Weg, hab ich so das Gefühl. Obsidian. Gut, nicht so wichtig. Moin. Ich hab halt mit dem normalen Attacken kommst du da nicht weit. Der hat einen Chill. Ein Fest der Farben hier. Schön. So, warte. Oh. Na, komm. Oh Mann. Aber jetzt. Hihi. Eingetaut. Eingefroren, aufgetaut. Er ist tot, Jim. Sehr gut. Wo war er jetzt hier? Ah, hier ist überall was. Pyrophyt. Oh Mann, das brauche ich so zum Schmieden. Aber nach den Gebieten, also wie gesagt, kommen dann so die Drachen. Und davor machen wir natürlich logischerweise eine Schmiedfolge. Ich bin ja schon wieder hart am Sammeln. Dass wir uns gute Sachen leisten können. Ah ja. Dailish-Buch. Nicht so spannend. Pyrophyt ist aber sehr gut. Da ist doch was. Boah, da war ein Loch. Mann, fall doch nicht einfach so runter. Bronto-Leder. Huch, da ist noch eine. Ein Brief nach Hause, liebste Aline. Habt ihr schon die Neuigkeiten über den Krieg gehört? Angeblich wird er ganz Orlais in Mitleidenschaft ziehen. Die Leute sagen, die Mine würde bald geschlossen werden. Niemand will zwischen den Fronten, die Fronten geraten. Dabei ist es mir hier gut ergangen. Ich habe gutes Geld verdient und in einem oder in zwei Jahren hätte ich vielleicht wieder nach Hause kommen können und heiraten können. Und jetzt kommt dieser Krieg und verdirbt mir das alles. Ich werde so lange hier bleiben, wie ich kann, also wartet nicht auf mich. Macht euch so schnell wie möglich auf den Weg. Vielleicht gibt es ja noch eine Stadt wie Mont-Simard, Wachen oder eine Miliz, die den Frieden bewahren. Dein Bruder Jean. Ja, es reißt eben alle mit, ne? Die Adligen in Hallam-Schiral oder in Orlais sind ja immer noch der Meinung, der Krieg würde nicht in ihre Häuser ziehen. Das ist auch mal ein bisschen... Oh, oh. Alter, Großbär. Gibst du eine Großbär-Tatze? Ah, ich muss einfach. Da, ah, Shepard, renn. Bevor er auf dich zukommt. Renn. Hallo, Freunde, macht ihr immer mit? Oh, da. Ah. Nicht! Nein! Mine! Mine! Alter! Der wird uns so den Arsch versohlen, der wird uns. Hilfe! Yeah. Immun! Nein! Mein lebender Blitz! Ja, komm doch! Strom! Shepard! Shepard, lauf! Shepard! Freunde, macht ihn fertig. Ich laufe. Ich lenke ihn ab und ihr macht ihn fertig. Sieht gut aus. Wow! Alter, Bär! Naja, ist ja fast tot. Da! Mine! Oh, ist das da? Boah, klappt gut. Nein! Ah! Stirb doch! Wie ich hier weglaufe. Au! Krass! Der Bär war jetzt nicht ohne, nur. Großbär, wir haben noch nie einen erledigt. Tja. Vier Magier. Sag ich nur. Großbärenhaut. 10! Wee! Das ist Stufe 3 Leder. Oh, I love it. Finde 3 Großbären heute und liefere sie ab. Jetzt muss ich die auch noch abgeben, oder was? Oh Mann, das ist ja jedes Mal so. Oh, das sind schon gleich die nächsten. Hallo.
Ich will einfach nur mal die Aussicht genießen. Eieiei. Trinken und weiter. Ich sehe gerade, wie Vivi da so die ganze Zeit immer vorne ist und sie ist ja die arkane Kriegerin, ne? Ob ich diesen Strang jetzt wirklich haben will? Oh Mann, ne. Ich weiß es noch nicht. Aua! Freunde, gib mir doch mal bitte eine Barriere. Wir sind 3, 4 Magier. Vivi, mach ihn von hinten fertig. Ups, was war das denn? Egal, wir haben es geschafft. Wie wir es geschafft haben, sollte uns wurscht sein. Alte Schriften, Ah ja, wir müssen ja die Quest für die Requirierungsdinger. Hier genau das. Das kriegen wir wahrscheinlich irgendwann wieder. Dann ist es auch nicht so wild, wenn wir es jetzt doppelt und dreifach einsammeln. Und hier ist noch was. Welch eine Überraschung. Friedholz. Boah. Das ist, hat hier echt richtig Flair, muss ich gestehen. Da wollte ich hin. Was wollte ich da? Eine Sehenswürdigkeit aktivieren anscheinend. Upp. So eine kennen wir doch schon. So eine hatten wir schon mal. Genau, Andrasses Gnade. Die Elfen hatten sich der größten Sünde schuldig gemacht, indem sie sich vom Abauer abwandten. Dennoch werden wir ihnen gegenüber gnädig sein, denn das ist das, was uns Andraste lehrt. Aus einer Predigt, die Schwester Amity nach dem Ende des erhabenen Marsches gegen die Dales hielt. Ja, so ähnlich hatten wir das schon mal. Also Typen, weiß ich nicht, muss ich mich nicht anlegen. Hier geht so eine Straße lang. Dann nehmen wir das jetzt noch mit und gucken mal. Ja, wir werden dafür eh noch die Folge brauchen. Und den Rest der anderen. Jaha, ist gut. Was war denn das da gerade? So eine blöde... So eine Eisviole oder was? Damit kannst du mir nicht mehr kommen. Uiuiui. Na, Shepard, los. Hat er fast fallen lassen? Nee. Ach, die Flechtriebe. Ein Brief. Monatlicher Bericht Meister Kells. Die Zahlen sind fantastisch, Sir. Das Geschäft mit den vielen Lyrium brummt. Es mag rot sein statt blau, aber die Leute kaufen es immer noch. Der Magier, den wir angegriffen haben, kann herausfinden, was die Farbe bedeutet. Es muss sich schließlich lohnen, dass wir ihn durchfüttern. Wir haben jetzt auch mehr Bargeld. Es muss kein gieriger Zwerg mehr bezahlt werden, da das rote Zeug nicht aus den tiefen Wegen kommt. Das ärgert die bestimmt enorm. Jemand findet hier oben Lyrium und sie haben nichts davon. Wischlein. Eine Nachricht. Sie besagt, dass dieses rote Lyrium nicht aus den tiefen Wegen stammt. Und was dafür wichtiger ist, die haben anscheinend keine Ahnung, mit was sie das da eigentlich zu tun haben. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen sollte, aber gut. Boah, ist das hübsch hier mit dem... Boah, hier so ein kleines Hütchen, ne? Und die Welt wäre wieder in Ordnung. Schön. Was haben wir hier? Tja. Wir wissen es nicht, aber wir werden es auch jetzt erstmal in dieser Folge nicht mehr erfahren. Ich mache hier an der Stelle dann weiter, in der nächsten. Und ja, wir schauen uns natürlich hier weiter das Gebiet erstmal an und schreibt mir eure Gedanken dazu. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder demnächst mit dabei bei Dragon Age Inquisition. Bis dann und tschüss.